Servus liebe Leute, heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Adriel Terrier. Der Terrier kommt ursprünglich aus Großbritannien, ist zwischen 55 und 65 cm Schulterhöhe, also ein ziemlich großer Hund. Das Gewicht ist zwischen 20 und 30 Kilo und der wird bis 13 Jahre alt. Er hat ein doppeltes Haarkleid und seine Fellfarbe sind schwarz, lohrfarben. Das Haar wird regelmäßig getrimmt, also gezupft, nicht geschoren. Der wird als Begleit- und Gebrauchshund benutzt. Der Adriel entstammt aus dem Fußteil der Area in der Grafschaft Yorkshire, England. Die Bewohner dieser Ebene waren in erster Linie Bergleute, Fabrikarbeiter, Farmer und Jäger, die einen unkomplizierten, unempfindlichen, harten und geschickten Hund gebraucht haben. Er müsste sich in der Wasserjagd auf Otter und andere Tiere im Wasser, auf Jagd auf Fasane, auf Füchse, Dachse und auf Ratten und Viehtreiben müsste er auch noch. Die Vielseitigkeit und die Charakterstärke und Zuverlässigkeit dieser Hunde fängt bald viele Freunde. Erstmal wurde die Rasse Adriel Terrier im 1880 auf einer Schau erwacht. Die erste Eintragung ins Zuchtbuch des Kennclubs erfolgt 1882. Etwa 10 Jahre später kam der erste Adriel Terrier nach Deutschland und wurde dort in diversen Kriegen als Melde- und Sanitärshund. Der Adriel wurde in vielen Kriegen benutzt, deshalb hat man ihn auch Kriegshund genannt, weil er war ja in China, in Japan, in England, in Deutschland. In vielen Kriegen war er unterwegs. Der Adriel Terrier, auch König der Terrier genannt, ist mit seiner Schulterhöhe von 55 bis 65 cm körperlich der größte und in seiner Gesamterscheinung der imposanteste Terrier in dieser Größenfamiliengruppe. Der Adriel Terrier soll sich durch seine Unerschrockenheit, Mut und Wachsamkeit auszeichnen, aber auch durch sein gutes Äußeres beeindrucken. Der Hund ist kinderfreundlich, meist auch für andere Hunde, sehr anhänglich und trotz seiner Größe ein vorzüglicher Haushund. Wohlkräftig gebaut und temperamentvoll im Wesen ist der Adriel charakterisch ausgeglichen und sein Naturell macht ihn zu einem echten Beschützer seines Besitzers. Der Adriel Terrier gehört zu den Gebrauchshunderassen und noch heute leistet er wertvolle Dienste bei Polizei, Grenzschutz und Zoll. Der Adriel wurde seit er in Deutschland und Österreich eingeführt wurde, aufgrund seiner Vielseitigkeit als Gebrauchshund eingesetzt und gehört seitdem zu den ältesten drei Gebrauchshunderassen in Deutschland. Dies entspricht seinen ursprünglichen Wesen, Eigenschaften wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Belastbarkeit und Gesundheit. Heute glänzt der Terrier mit seinen Eigenschaften auch in verschiedenen Arten von Hundesport. Ob Pferdehund, Schutzhund oder Turniersporthund, der Terrier ist immer begeistert bei der Sache. Also nochmal Kurzfassung. Der Adriel Terrier ist ein guter Familienhund. Er braucht ziemlich viel Pflege, braucht viel Auslauf und ist ein sehr guter Wachhund. Und das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. Servus!